Hilfe habe er bis heute nicht angenommen. Alles habe in Gelenkschmerzen begonnen, die chronisch schlimmer wurden und ihn in den letzten Monaten vor allem ans Bett fesselten. Die Augenbeschwerden traten einige Wochen nach dem letzten Schub der Arthritis auf und seien nun nicht mehr auszuhalten. Der Patient leitete in den letzten Jahren mehrere Forschungsexpeditionen, überwiegend auf dem Atlantik. Er ist dort die meiste Zeit auf See und nutzt den aktuellen Landgang daher zum Arztbesuch. Er sei seit mehreren Jahrzehnten als Admiral im Auftrag der Regierung unterwegs und die medizinische Versorgung an Bord sei hier mangelhaft. Der Paul-Ehrlich-Contest ist ein Medizinerwettbewerb von der Charité Berlin, wo sich alle möglichen deutschen, österreichischen und schweizerischen Universitäten mit Hilfe von Teams aus 5 Studenten in einem Wettbewerb, der viele Kategorien umfasst, einfach miteinander messen und ein bisschen Spaß an der Medizin haben. Im Wesentlichen gibt es 5 verschiedene Disziplinen, wo die Studierenden in ihren Teams gegeneinander antreten. In vielen geht es um Geschwindigkeit, in anderen geht es um praktische Fertigkeiten, die so ein Medizinstudierender an den Tag legen muss. In anderen geht es wiederum um Assoziation von vielen verschiedenen Themengebieten und einfach Transferleistung, die das Team selbstständig bringen muss. Zum Beispiel in der Differentialdiagnostik, da geht es darum, dass man möglichst viele verschiedene Differentialdiagnosen herleitet und dazu auch die grundlegenden Prinzipien der nächsten Schritte, also der nächsten diagnostischen Schritte weiß. Und aber auch die therapeutischen Schritte auch noch reproduzieren kann in dieser Stresssituation. Das steigt bei einem Tag mal nicht ohne Pause. Gestern hatte er eine bestimmte Schwierigkeit, der Husten besteht seit Jahren, hat sich in den letzten Tagen nicht geändert. In den letzten 2 Monaten hat er gerade so als die wieder abgenommen. Ich hatte vorher noch diese Coronarsklerose, Bei den praktischen Aufgaben, eben wie in der Anatomie oder bei der Thrombektomie, die wir gebracht haben, ging es darum, dass die Teams das Wissen reproduzieren, was sie schon im ersten Semester gelernt haben und unter Beweis stellen, eben, dass sie selbst das nicht ganz vergessen haben, sondern immer noch parat haben. Also die Frage war richtig beantwortet, aber es geht ja ums Zeigen. Also das, wir haben mit denen hier gezeigt, also wir sehen es noch. Wir haben hier die Brachioradianz gemacht. Ja, den haben wir nicht gezeigt. Bleibt von Ventral. Also, wir haben nicht den hier gezeigt, nein, sondern. Kann euch weiterhelfen. Der Flexor Capioradial ist ein Leitmuskel für Medianen. Und aber auch bei der Thrombektomie ging es um eine. Untersuchung oder Intervention, die vermutlich kein Student selber gemacht hat. Da ging es darum zu sehen, ob die Studierenden auch in dieser Stresssituation mit einer neuen Situation umgehen können und dann medizinisch korrekt agieren können, auch wenn sie nur eine kurze Einweisung hatten. Was ist eine Thrombektomie? Ich glaube, das ist jedem klar. Wie machen wir sie? Spritze, das ist die größte Spritze, die wir da haben, die benutzt ihr jetzt zum Aspirieren. Das schaut so aus, wenn ihr das gesamte System zurückzieht, geht der Thrombus gefangen zurück. Okay, es gibt Punkte für, dass er sich bewegt. Es gibt natürlich mehr Punkte, wenn er raus ist. Bereit? Und los geht's.
schon. Der tut sich aber gerade auch. Und jetzt kannst du das nächste schon nachführen. Nein, Moment, er muss ganz durch gerade. Aber bei dem vorher war es auch so, dass er hier drin war und dann hat er den nächsten schon nachgeführt. Okay? Ja, jetzt bin ich durch. Beim Sim-Baby ist es so, dass es eine sehr stressige Situation ist, weil mit Kindern umzugehen ist einfach niemals einfach. Und wenn dann auch noch, wie in unserem Fall, eine sehr aufgeregte Mutter involviert ist, dann muss man auch an den Tag legen, dass man sowohl mit der medizinischen Situation umgehen kann, aber auch mit der Mutter, mit dem Elternteil adäquat umgehen kann, die menschlichen Fertigkeiten hat, auch diesen Bekanntenkreis des Patienten oder der Patienten auch zu beruhigen und entsprechend ärztliche Gesprächsführung zu demonstrieren. Sie sind die Mutter von der kleinen Laura, richtig? Ja, Laura. Mhm. Okay, was ist denn passiert mit der Laura? Nichts, sie ist jetzt einfach so schlapp, also ich kenne sie so nicht. Sie ist ganz beweglich und spielt den ganzen Tag und jetzt, sie hat den letzten Tag ein bisschen Fieber gehabt und ihr so ein Zäpfchen gegeben, aber so kenne ich sie nicht. Was für ein Zäpfchen haben Sie ihr gegeben? Ich habe mir ein paar Deckel gefragt, sie haben gesagt so Mexalen. Okay, alles klar. Darf ich die Tochter schon mal nehmen? Waren Sie, also ich bin jetzt gerade jetzt hingekommen. Ich bin jetzt gerade in der Ambulanz. Waren Sie regelmäßig bei Ihrem Kinderarzt? Alles. Ich lege jetzt den Zugang schon mal. Mhm. Alles klar. Ich würde mir die Pupille noch mal angucken. Hat sie Geschwister oder war sie in der Krippe? Gab es da andere Leute, die das auch schon mal hatten? Haben wir eine Temperatur? Die ist bei 39,5. Die Aufgaben, sowie die Blickdiagnosen oder die diagnostischen Aufgaben, werden von einem Komitee zusammengestellt, das im Prinzip aus den alten Betreuern und auch den aktuellen Betreuern besteht. Die schicken die Fragen ein und dann gibt es ein Komitee in Berlin, das sich in diesem Jahr zum Beispiel mit uns zusammengesetzt hat und wir haben gemeinsam die Fragen herausgesucht und sie entsprechend zugeordnet. Herzlichen Dank an die Charité, dass wir den Contest dieses Jahr hier in Innsbruck austragen durften. Und mein persönlicher Dank geht natürlich an das Buzzer-Team, das Innsbrucker Buzzer-Team, das einfach hervorragend gespielt hat. Und nicht zuletzt auch an die Orga, an das ganze Organisationsteam, das mir einfach jederzeit zur Seite gestanden ist und unglaublich viele Aufgaben gemeistert hat, die ein Student oder eine Studentin eigentlich gar nicht meistern kann. Vielen Dank.